2062. Nachdem nun auch die letzte Bombe auf die B42 gefunden wurde, konnten gestern die ersten Autos ohne Umweg jedoch mit 5 weiteren Ampeln zwischen Rüdesheim und Lorsch verkehren. Auch der Bau des Radwegs konnte nun planmäßig fortgesetzt werden. Er wird mit nur 49 Jahren Verspätung endlich fertiggestellt. Immerhin noch vor dem Berliner Flughafen. Im Kopf selbst hat sich nicht viel verändert. Die alte Schule wird mittlerweile zum Asylantenwohnheim umgebaut, da sie aufgrund nicht vorhandener Bürgermeisterkandidaten nicht mehr vonnöten war. Inmitten dieser idyllischen Stadt lebt die Gnädig-Frau, in deren Wohnstück wir gerade zusammengekommen sind. Die Gnädig-Frau hat heute ihre 4 besten Freundinnen geladen, um mit ihnen zu essen. Genauer gesagt ist es ein Dinner, aber ich sage wohl Essen. Und folgende Sitzordnung ist vorgesehen. Die Gnädig-Frau sitzt hier, am Kopf des Tisches. Schön mit Lehne, da kann sie sich gut abstützen. Hier der Benno. Neben ihm, wie immer, sehr, sehr gerne, der freundliche Wirt Edgar. Gegenüber, einer muss der für die Getränke sorgen, in Winzer. Und zwar der Balese Peter. Und ihm zur Seite, einer muss die Getränke hier auch trinken, der Perscheitz Thomas. Soweit so schön. Oder auch nicht. Es gibt ein kleines Problemchen. Heute Närrinnen und Narrer lese, die Gnädig-Frau ist nimmer die allerjüngst. Sie feiert heute ihren 90. Geburtstag und hat ihre 4 besten Freunde längst überlebt. Den letzten ließ sie vor ungefähr 10 Jahren beerdigen. Und da die vier Herren aus verständlichen Gründen biologisch nicht anwesend sein können, werde sie von ihrem Butler Steven vertreten. Das hat auch die ganzen Jahre hervorragend geklappt. Und es wird auch heute wieder klappen. Denn der Ablauf ist immer der gleiche. Immer wieder wird Steven fragen, dasselbe U-Wing wie letztes Jahr gnädig war. Und sie wird abermals antworten, dasselbe U-Wing wie jedes Jahr Steven. Wobei die Betonung auf jedes Jahr Steven fällt. Das andere, was die zwei miteinander schwätzen, können sie vergessen. Es ist gewissermaßen ohne Belang. Sie werden nun Zeuge des wohl ungewöhnlichsten Geburtstagsdinners, was es je gab. Und dazu wünsche ich Ihnen recht viel Vergnügen. Heute Lehrerin und Analyse, verehrtes Publikum, hier ist Steven. Wo sind denn die Raure? Die Raure doch, gäbe es zu. Du rauchst! Schwer heute ein gutes Personal zu kommen. Mm-hmm.
Hätten wir noch weiter weggestellt, dann war ich. Guten Abend, gnädige Frau. Guten Abend. Guten Abend, Steven. Also, gnädige Frau. Ich muss dir sagen, Sie sehen ja heute Abend wieder ganz besonders gut aus. Danke, es geht mir heute auch wirklich gut. Gut, 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 gut. Aber wie der Chlor aussieht. Vielen Dank, Nelly Frank, vielen Dank. Das ist lieb. Sind Sie dann also? Ein freilich sind Sie schon also, Nelly Frank. Hast du alle fünf Plätze gedeckt? Alle fünf gedeckt. Und alle vier Ehrengäste sind zu ihrem Ehrentag auch schon gekommen, Nelly Frank. Ach, der Benno. Ach, der Benno, ja. Der sitzt dich ja hier, Nelly Frank. Und der Edgar? Der Edgar hat extra sein Grill geputzt. Das ist ja hier, gnädige Frau. Und der Barlese Peter? Der Barlese Peter sitzt ja hier, gnädige Frau. Und der Perscheitz Thomas? Zu ihrer Rechten. Wie Sie es gewünscht haben, gnädige Frau. Sehr schön, Steven. Dann kannst du jetzt bitte die Suppe auftragen. Die Suppe, jawohl. Die Suppe. Hat ja auch lange genug gedauert. Die Suppe. Heute gibt's schmacklöse Suppe, gnädige Frau. Boah, schmacklöse Suppe mit Suppefleisch, das esse ich hier besonders gern. Ja, das kann man auch sehen. Das Leben ist jetzt ein bisschen knapp. Und mit Petersilie und Muskatnuss. Also Steven, dazu hätte ich gern ein schönes Süßwein. Macklöschen Suppe mit Peter und Silje, jawohl. Ganz nebenbei. Selbe Uwing wie letztes Jahr, gnädige Frau. Dasselbe Uwing wie jedes Jahr, Steven. Selbe Uwing wie jedes Jahr, Steven. Der ist fotztrocken, gnädige Frau. Ganz frisch aus dem Keller geholt. Ja,
Die hätten mehr Wisperforell, gnädig Frau. Ganz frisch. Heute Morgen noch geschwommen. Boah, die sieht aber gut aus. Du dazu hätte ich jetzt gerne einen schönen Riesling. Riesling zur Forell, jawohl. Also, ganz nebenbei. Dasselbe Uwe wie letztes Jahr, gnädig Frau. Dasselbe Uwe wie jedes Jahr. Ja. Mut und Vollmacher.
Schon wieder kritisch sprach. Ach, Steven, jetzt machen wir doch den Spaß. Sehr, sehr gern. Dann los. Ja! Oh! Oh, mein Mann! Griech ist Griech. Mein gut Piatchen. Und eine von uns beiden ist der Griechenhund. Hey!
Mulch haben wir. Muss das sein? Steven, jetzt mach mir doch den Spaß. Sehr, sehr gern. Na dann, was? Alles wird gut. Thomas? 17 Jahre. Waren Martina und ich glücklich. Und dann haben wir uns kennengelernt. Benno,
Edgar? Muss ich schon wieder? Sieben, bitte. Ja, sehr, sehr gerne. Los! Halt's Maul und Sauf. Was ist Saufler? Also, Steven, ich muss sagen, das war wieder ein Schäfestchen. Ja, ein richtig Schäfestchen. Und ich würde mich dann jetzt auch ganz gern zurückziehen. Wie? Sie wollen schon ins Bett? Oh Gott, was denn da? Was denn da? Ja, es wird langsam Zeit. Oh, Moment, gnädige Frau. Ich helfe Ihnen hoch. Mein Stock. Ist was? Gnädige Frau, eins noch. Selbe Uwe wie letztes Jahr. Dasselbe Uwe wie jedes Jahr. Naja, ob es jetzt noch klappt. Aber, wenn ich war, es gibt mir Mühe.